Hallo, Kurt ist wieder da. Die Reise wird fortgesetzt. Ja. Ich hoffe so, dass sie ein Spiel machen. Und Spaß. Nee, eigentlich mit Spaß. Aber jetzt überleg ich mal, das ist jetzt schon das vierte Video und wir sind eigentlich kaum weitergekommen so. Aber es macht so viel Spaß. Sag mal. Jetzt versuchen wir die drei Wölfe da in diesem Untergang zu töten. I hope so. Parieren. Paraden. Naja. Das stimmt ja. Bin mal gespeichert. Go, go, Paras. Woo. Kann nochmal gucken, ob ich alles aufgesammelt habe. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Kampfmusik! Weiß gar nicht, woran ich das erinnere. Hä? Sind die neu spawnen oder was ist passiert? Mysteriös! Ah, ich hänge. Nein! Oder nein, hör auf! Super Sache das. Z, Z, Z! Geh in den Käfig! Ja! Schön reingebacken in den Käfig. Schön Stufe 0. Hölle, heul hier nicht rum. Komm her! Easy! Ich würde gerne mal hier so einen schweren... Ja, das war jetzt irgendwie leichter als am Anfang. Kann sein, dass wir das letzte Mal richtig gespeichert haben, aber das Kämpfen fing jetzt wesentlich leichter. Angriffsnotiz. Oh, da ist wieder der kleine Leck, den wir immer haben. Sorry. Dafür kann ich nicht. Hoffe ich. Was ist das? Ein Erzbrocken. Eine Münze. Schön, wenn wir den Wolf da ins Nix, in den Käfig gebaitet haben. Oh, der leidet da so ein bisschen. Trotzdem würde ich gerne die anderen Wölfe da noch töten. Und dann gehen wir zu Diego. Yeah. Gerade mal gucken, was dieses Angriffsding war. Kann ich ihm das sagen? Nö, anscheinend nicht. Naja. Das macht gar nichts. Wir brauchen Verbrauchsgegenstände. So, jetzt sind wir gut dabei. Jetzt ist kein Scavenger hier, ne? Nee, tatsächlich nicht. Weichen wir gerade mal. Zur Sicherheit. Moin! In Ordnung, sagt er. Hier können wir noch mal was
Grill, ne? Das hatte ich doch schon. Geist. Benutzen. Oh, es gibt. Aber wo kommt der Käse her? Wir haben keinerlei Käse aufgesammelt. Das verstehe ich nicht. So, da sind noch die anderen Wölfe. Ja, dieses. Oh, wir sind. Wir haben zu viel Ausdauer gebraucht, das ging nicht. Okay. Sag mal, still jetzt. Die anderen Wölfe interessiert es gar nicht. Was? Na dann. Oh, Erz, ja. Eine Fackel. So. Hi. Oh, jetzt. Das ging aber nicht. Ey. Man kann auch Tiere parieren, aber irgendwie. Hitbox! Danke! Ne? Jetzt! Nein! Ah. Komm her, Junge! Man darf das wohl nicht zu schnell machen. Wow, 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 wow. Ey, wofür habe ich denn jetzt Erfahrung gekriegt? Mehr, du Sack. Mehr. So. Haben wir uns gezeigt, wie der Wolfsherr ist? Der Herr der Wölfe. Es wird immer besser. Und unser Lohn ist eine Münze. Wow. Na gut, gehen wir zu Diego. Whatever. Oh, Schnaps. Bier. Dafür hat es schon wieder gelohnt. Allein für Bier hat sich das alles schon wieder gelohnt. Was will ich denn alles mit den Fackeln? Die helfen doch keinem. Es ist doch hell genug. Ausdauer ist echt so ein Kritikpunkt. Los. Schalalalala. Was geil wäre, wenn sie hier noch so andere Wetterverhältnisse machen würden, so Regen und Nebel oder hier andere Jahreszeiten. Ja, man kann ja auch mal ewig irgendwo verbringen, weißt du? Winter, Herbst, Frühling. Dass du dann andere Nahrungsmittel und sowas findest, andere Ressourcen. Aber ich glaube, das ist schon wieder zu deep für so ein Spiel. Schal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 a. Schalala. Schalala. Diego, ich habe ein Schwert. Wir können weitergehen. Und der ballert immer noch mit seinem Bogen rum. Gib mir den mal den Bogen. Du Sack. Gib ihn mir. Ja. Not bad, right? Well, Oh, it's not jo. the best sword I've ever seen, but it's much better than what you had before. At least you'll have a real chance of winning a fight with this one. Ja, es geht. You've already found something to defend yourself with, and this meat is if it's all right with you, let's go to the old camp. Ja. Notiz. I found this.
I think it has relevant information about what happened in the elevator last night. Oh. Very interesting. Apparently we have a mole and the attack was premeditated. Gut, dass wir alles geklärt haben. Good job, Rookie. The truth is, you're doing pretty well for your first day here. Danke. Bin halt ein guter Rookie. What do you think of Kayla? He gave me the sword. He's not a bad guy. But he's a survivor. And he's been surviving for a long time. You should be wary of him. This sword okay. has a price. And Kayla knows it. Always bear in mind that in the colony, decisions have consequences. Ab in den Kerker! Na, ich glaube, du bist hier umgebracht. Lass uns gehen. Ach, ich muss es gedrückt halten. Okay. Great. Follow me. Alles klar. Kapitel 1. Willkommen in der Kolonie. Ja. Wunderbar. So, leggy. Yesterday, eh? Okay, all of you stay where you are. Don't make me hurt you. Here we are. Yeah, man. At least to me. It's so. It wasn't you risking your neck. If I'd have had a good sword, the fight would have gone differently. Of course. The champion of Corinnis single-handed defeats an army of nocturnal beasts. I had them right where I wanted them, but then you had to come. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Where are we? It looks like a theater. It's actually an ancient temple that has seen different gods. You know, Inos, Adanos, and there you have him, Belia. Belia. It doesn't really matter anymore. If this is such an important site, isn't it dangerous to have predators around here? Yes, and that's why we prefer to work during the day. The Macht Sinn. Are starting to do stranger and stranger things at night. Why is that? Spielen Karten und so Poker. Because they've been trapped in the colony for so long. I see. Ja, macht Sinn. Hätte auch alleine hier lang gehen können ohne Diego. Was der Typ dann gesagt hätte am Tor. Diego. Are there many rookies in the colony? Few alive. Ah. Even fewer sane. Out of the new arrivals, I believe just you. Oh, nur ich. Being the old camp's nanny is no easy task, as you saw for yourself. Well, you're pretty good at it. You look like you've been doing it all your life. No, rookie. Before landing in this cesspool, I had a more comfortable life and a more interesting profession, like everyone, I guess. No, ja. Look, there's the guard post for the trade route. Only two men guarding it. Yes, but what a pair. Especially Ori, he's a real character. Grouchy, loyal to the old camp, and a magnificent warrior. Beer! With a sword, or in a beer drinking contest. Hallo? We would have seen it. We hardly even had two beers. Of course, Ori, don't you worry. Ich hab gehört, dass hier soll ein kleines Easter Egg sein zu Gothic 1. Kapitel 2 war es, glaube ich, wo dann die Band an der Burgbauer stand und gespielt hat. Ich weiß gerade nur nicht, wie sie heißt. Ah. Na komm, wir reden mal mit dir, Ori. Hey, dude. Seems like Kumpel, Alter, Buddy! Now it's ja. To fix the elevator disaster. The sooner the old camp diggers get here, the better. Ja. These kind of things common here. You don't seem to have time to get bored. That's a taste of everyday life in the colony. Be on your guard. Especially with the scumbags from the new camp. Oh ja, dann reden wir mal ein bisschen mit dem. What do you know about the attack on the lift? It had to be those lunatics from the new camp. And this isn't the first time. Terroristen! Tension between the two camps is growing. They're looting and stealing. And this last attack has been the someday Gomez will get sick of their nonsense and then they'll have a serious problem. Deshalb müssen wir in den Sumpf gehen und Sumpfkraut rauchen. Das ist der einzig vernünftige Weg. Are you bored waiting here all day? Very much so.
Occasionally I use rotten meat to lure the scavengers. But they rarely last around with me. They're lazy animals, really. Hm. Wir sind beinahe gestorben! I'm not talking about cheap beer or rancid wine. Let in. I'm talking about something exquisite. Something different that gives me joy once in a while. You mean something from outside the colony? Yeah, that's right. Sometimes I find a moment. Uh-huh. Even what happened last night. Besorg einen. Oh, ich hab die Flasche bereits. Oh! Wein. Gib ihm den Wein. I think I've found something that will brighten your day. A bottle of wine from the harvest of King Roba II himself. Phaenos? How on earth did you get that? Only Gomez has access to this level of quality. Well, it's a long and bizarre story. I'd rather not know. In any case, I don't think my boss would miss a bottle right. I can almost smell the wine from here. I don't think so. There are lots of bottles, and it's normal to lose one along the way. I like you. I knew I could care. Ja, wir sind der Alkoholschmuggler. Da sehe ich uns. Was hat er mir gegeben? Nordmars-Suppe. Kein Problem, Mann. Why do I have to worry about the men from the new camp? They're a bunch of savages and they don't respect anything. It's survival of the fittest with them. Plus, new camp. Das sind immer so, dass der Stärkste überlebt, Leute. So zwei verschiedene Augenfarben, dude. Oder ist es das Licht? Könnte auch das Licht sein. Ich verstehe. And the old camp is better than the new camp. Ist selbstverständlich. Next to the new camp, the old camp is a tranquil and peaceful place. Peaceful. All barons maintain order, and the people have very good living conditions, thanks to the trade with the king. We guards are under the barons, and none of us are the shadows. Bin ich auch ein Digger? If you want something better, you'll first have to be admitted to the shadows. Alles klar. Weggehen. Wir gehen weg. Remember, only the clever and the strong survive in the colony. Everyone else ends up being food for scavengers. Orks. 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 So, jetzt habe ich Diego verloren, weil ich hier so viel gelabert habe. Mache ich eigentlich mit den ganzen leeren Flaschen? Wo ist der nächste Leergutautomat? Ist das eine Truhe? Na klar, es ist eine Truhe. Dietrich, Fackel, Pfeil, Münze. Bier. Leicht zu öffnen. Ja, ständig. Ach, hier. Das ist jetzt genauso wie in Gothic 1 hier, die Stelle. Wie würde es jetzt nach Dings gehen? Na? Corinnes. Aber das geht nicht. So, normal müsste ich jetzt unten weitergehen. Aber hier oben sind Viecher. Ne, die gönnen wir uns noch. Die, oh, wir gönnen uns erst was anderes. Ach komm, wir gönnen es uns nochmal. Weil. Ei. Mach mal nicht. Ja. Damit hast du nicht gerechnet, gell? Hab ich gerade beide getroffen. Ich Killer. Ey. Ey, Leute. Macht mal nicht diesen.
Enemy down. Wow. Weißt du was? Nee. Oh, was? Wie konnte das nicht treffen? Wie? Einfach immer mal so ein bisschen Druck machen gegen die Scavenger. In Gothic 1 haben sie immer alle irgendein Angriffsmuster. Ja. Und das war's für dich. So, dann looten wir hier noch ein bisschen. Hier ist ja ein bisschen was zum Looten. Ja. Erz! So viel Erz! Und noch eine Fackel oder was ist das? Nee. Ein rostiges Langschwert. Oh. Gibt's hier irgendwas zu tun? Nee, wir hätten hier einfach aus rumlaufen können. Oder vielleicht auch nicht. Aber na gut. Und nächstes Mal versuchen wir mal ins alte Lager zu gehen, wenn es denn noch zugänglich ist. Da unten sehe ich schon den nächsten Gegner. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, macht's gut, ciao.